Wir öffnen heute ein Jahr League of Legends Loot. Lasst doch gerne ein Like und ein Abo da, denn wir haben fast die 200 Abos geknackt. Ich wünsche euch viel Spaß. So, da sind wir auch. Ja, ich habe ein bisschen Loot angesammelt, wie man vielleicht sehen kann. Um jetzt ein mieses Opening zu machen. Ein Jahr lang angespart. Kapseln hatte ich tatsächlich noch ein paar mehr, aber da habe ich wegen dem Essence Emporium ein paar schon geöffnet. Ich glaube 50 Stück oder so. Und da eh nichts Besonderes drin ist, wird das einfach ganz miese durchgeskippt. Weg damit. Braucht keiner. Irgendwie satisfying, sich da komplett durchzudrücken. Blue Essenzen gehen auch langsam hoch. Es bleibt spannend. So, und die letzten beiden Kapseln. Velvet, Nila. Glückwunsch. So, dann kommen wir zu den ganzen Glorious Champion Kapseln. Wieso auch immer da alle einzeln gestackt sind, I don't know. Bla, 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 bla. Ja, das ist genauso uninteressant. Geil. Bla, bla, bla. Hä? Okay, da sind... Aha, interessant. Legend 9. Danke dafür. Alter, Legend 10 und Mythic Essenzen. Boah, mittlerweile 110 neue Champions schon, okay. Sivir, bla bla bla, Illaoi, Legend 11. Ja, das, ach, deswegen sind die alle einzeln gestackt, weil die komischen Legend-Sachen drin sind. Bart, Kesante, bla bla bla. So, weg damit. Okay, Eternals, Series 1, Series 2, okay. Wichtig. Darius, oh, wichtig, habe ich tatsächlich nicht. Ist sogar interessant. Skarner, Nivea, oh, Yuumi. Okay, Dardrus scheinbar das einzig interessante. Zweimal Kaisante, danke dafür. Und 1800 Orange Essenzen, holy shit. Ryze, Caitlyn, naja, uninteressant. So, was öffnen wir als nächstes? Ich würde sagen, okay, ich habe hier noch einen Random Ward Skin. Oh mein Gott, den wollte ich schon immer haben. Nicht. Trash. Ich glaube, die ganzen Clash Orbs sind uninteressant. Ein Win Clash Orb. Wieso krieg ich dasselbe nochmal? Was zur Hölle? Aber einmal als Chart und einmal... Okay. Okay, Canon-Logo, wichtig. Fourth Place, Clash Orb. Okay, eine Kiste, big. Schlüssel dazu, wichtig. Oink. Adam-Icon und Voidling. Okay, toll, toll. So, siebter Platz, Clash Orb. Da kann nichts Gutes drin sein. Oh. Ich will mal so ein richtig geiles Illustration-Logo von irgendeinem coolen Champ. Dann, was habe ich noch Interessantes? Die Honor-Kapseln, glaube ich, könnte ich mal öffnen, oder? Ja, komm, gehen wir in die Honor-Kapseln rein. Honor Level 3 Kapsel. Drei Key Fragments, Essenzen, Snowman Ward. Ah, Key Fragments, das einzig Gute. Honor Level 3 Orbs, drei Stück. Key Fragments, Blue Essenzen. Echt useless, diese Kapseln, holy shit. Honor Level 4 Kapsel, okay. Ganzen Emotes, Alter. Acht Key Fragments, Blue Essenzen. Oh mein Gott, die Orbs sind echt nutzlos. So, jetzt kommen die ganzen Honor Level 5 Sachen. Warwick, zweimal Twitch, Zack, Twisted Fate, zwei Honor 5 Tokens, 10 Key Fragments. Okay, actually sau big, die ganzen Key Fragments. Das ist eigentlich das Geilste hier drin. Honor Level 5 Kapsel. Oha. Ja, wenn wir. Kann ich bitte aufhören? Okay, cool, danke. Kann ich bitte aufhören, diesen hässlichen scheiß Pinguin zu kriegen? Was soll das? So, und da sind jetzt bestimmt auch ganz viel Key Fragments drin, oder? 18 Key Fragments, holy shit. Wenn man sich schon allein das hier anschaut. 55 Key Fragments. What the fuck? Forge 18? Let's go. Und plötzlich habe ich mehr Schlüssel als Kisten. What the fuck, man? Guckt euch allein schon die ganzen Champs an, die ich hier neu bekommen habe. Ich kann mir gefühlt alle Champions holen jetzt. Und die Eternals? Ja, Digga, dieser scheiß Pinguin. Aus Prinzip, Junge, weg damit. So, ich weiß gar nicht, ich glaube die Kisten, weil ich da am meisten habe, öffnen wir die am Ende. Deswegen geht's jetzt erstmal, ich würde sagen, wir gehen hier von oben weiter rein. 7 Empyrean Orbs, ich kann mich schon gar nicht mehr daran erinnern, wann es auch immer die gab. Und da bleibt es jetzt ganz spannend. Okay, Grabbag, wichtig. Ich glaube, die sind ja saukrass, diese Grabbags. Okay, Ryze Skin, na, das interessiert mich nicht wirklich. Ezreal, ah. Okay, der ist neu, oder? Holy shit, not bad. Okay, Legendary Surprise. Den Fiddleskin, der ist actually cool. Der ist actually big. Handhunter Master, ja. Yeah. Ist nicht so. Winter Wonder Karma, das ist mein dritter Karma-Skin oder so. Pentakill Kartus. Alter, ist der hässlich. Und 10 Mythic Essenzen. Wild, sehr wild. Gut. Da kann ich nur 10 gleichzeitig öffnen. Vom Ice Puppet Orb. El Rayo Volibear. Oh, der ist actually cool, aber ich habe den Mulister, oder wie er heißt, diesen Q-Alister. Championship Rise, schon mal besser als der andere, glaube ich. Darkwaters, Diana, Heartseeker Ash,
Toxic Dr. Mundo, Junkyard Trundle, Commando Jarvin, Underworld Wukong, Knockout Lee Sin, na, Storm Dragon besser. Alter, Schwangerschaftswoche, Rengar. Reckon Timo, na, bitte nicht. Alter, okay, Grabback, was ist das hier? Was zur Hölle ist das? Ach, eine Little Legend? Dass ich sowas überhaupt hab? Alter, krass, voll kacke. Der Next Orb, Mythmaker Orb, wann auch immer ich den bekommen hab. Alter, wie kacke. Dann drei Star Guardian Orbs. Zombie Nun und Willump, okay. Elderwood Rakan, okay. Oh, der ist cool. Endlich mal wieder neue Blitzcrank Skins, Ewigkeiten her. Star Nemesis Orb. Open. Oha, spiele ich nicht. Aber ist trotzdem cool. Ich hab mal Bock auf was richtig Geiles. Ich suche. Ja, Hillybilly Kragas. Na. Oh no. So, Stitched Soul Orbs. 6 Stück. Night Hunter Rengar, okay. Battle Boss Yasuo, okay. Ich hab, glaube ich, gar keinen Yasuo-Skin. Omega Squad Twitch, nice. 2 Shiba Yumis. Na. Ink Shadow Yone. Okay, not bad. Winter Blast Orb. Oh, cool. Der ist besser als der Haunted Maokai, den ich habe. Der ist actually cool. Da freue ich mich. So, und jetzt noch die 11 Worlds Orbs. Grabback, wichtig. Das ist der dritte Worlds Grabback jetzt. Sandstorm Katrina. Ah. Tundra Hunter Warwick, okay. Nochmal der Blitzcrank Skin. Wichtig. Okay, ey, ich habe keinen Heimerdinger Skin. Das ist actually geil, Junge. Sieht der kacke aus. Legendary Skinshot. Project Zetru. Scorched Earth Xerath. Von dem habe ich, glaube ich, auch gar keinen Skin. Oh, let's go. Endlich ein Mordeskin. Wie lange ich darauf gewartet habe. Und der ist, glaube ich, actually cool. Ja, ist nice. Infernal Akali. Okay, sie hat einfach kein Gesicht. Mad Hatter Shaco ist der Scheiße. Snowman, ja, den habe ich schon. Das ist der erste Skin, den ich schon habe, den ich jetzt gezogen habe. Und Mythic Essence, wichtig. So, und dann noch ein Orb hier. Geil, Mann. Praetorian Graves. Die Frage ist, mache ich erst die Kisten oder die Grabbacks auf? Von denen habe ich weniger, deswegen gehen wir noch rein in den Empyrean Grabback. Ist da nicht mal sau viel Stuff drin? Oh, let's go! Ein Tam-Skin! Let's go! Denn sogar einer, ich glaube, ich hatte mal den Hainun-Tam, den habe ich ja wieder disenchanted. Zombie-Slayer Pantheon, okay. Battle Bunny Prime Riven. Okay, wichtiger Grabback. So, Luminous Grabback, open. 2 direkt auf einmal. Ja, komm, wir gehen direkt rein. Bacchanier Tristan, okay. Blood Moon Kalista, okay. Immortal Journey Shivana. Infiltrator Irelia. Abyssal Nautilus, okay, aber ich finde mein Astronautilus cooler. El Macho Mundo, what the fuck. 10 Mythic Essenzen. So, jetzt die Worlds Grabbacks. Dark Waters Diana. Na, nicht dieser scheiß Warwick Skin. Ja, nein, nicht die Kackhyäne. Winter Blessed Warwick, okay. Cosmic Queen Ash. Workshop Shaco. Winter Wonder Karma schon wieder. Okay, die hatten wir vorhin schon gezogen. Let's go, ein Bard-Skin. Ich glaube, ich habe noch keinen Bard-Skin. Ich habe nur dieses Chroma für den Standard-Skin. Aber Elderwood Bard ist cool. Den gönne ich mir. Nochmal Morde, aber nur der normale Pentakill. Nicht der Pentakill 3. Der ist wahrscheinlich dreimal so schlecht. Oh mein Gott, endlich ein Garen-Skin. Wollte ich schon immer haben. So. Dann, glaube ich, gehe ich als erstes sogar auf die Masterwork-Chests. I don't know. Da kriege ich ja sogar actually nochmal Stuff hier. Darkstar Jarvan. Sand Wraith Pike. Tribal Rise. Aua. Headhunter Caitlyn. Ah. Okay, 500 Orange Essenzen. Bitter Bloop. Okay, was eine Kacke. Nautbat. Der ist ja toll. Den nutze ich immer jetzt auf Nautilus. So, und dann kriege ich hier noch den Shit. Gönn mal. Random Skin Shard. Sea Dog Yasuo. Ja, Seehund. Oh, Hund! Gut, die Frage ist: Requires a Hexed Key oder what's in the box? Kommen wir auf den SCV, wo weniger ist. Wir gehen rein.
Wichtig, auf jeden Fall nochmal eine Kiste. Rumble Champion Chart, Trash. Infernal Mumu ist nice, habe ich glaube ich gar keinen Skin. Nami, not bad. Arcade Zone habe ich auch noch keinen Skin. Ey, den habe ich! Den habe ich schon, vorhin noch erzählt. Ach Digga, ja, der wird disenchanted. Den habe ich auch schon! Warum? Was wollen die Kisten? Black Frost Rek'Sai, not bad. Spiele ich halt einfach gar nicht. Oh, Pool Party Sack ist aber cool. Actually. Okay, wichtig, noch der Schlüssel. Und jetzt kommen Emotes oder was? Was zur Hölle soll ich damit anfangen? Orange Essenzen ist okay. Mythic Essenzen strong. What the fuck? So, 5 Kisten, rein da. Twitch Shadowfoot. Debonair Galio, der ist cool. Den habe ich auf einem anderen Account und ich habe noch keinen Galio-Skin hier. Battle Boss 6. Jetzt, das ist mein dritter 6-Skin. Aber ich glaube, ich bin trotzdem 6 cooler. I don't know. Reverse Annie. Ugh, der sieht schon kacke aus. Orange Essenzen. Ugh, kann ich nicht ein cooles Illustration-Icon kriegen? So Tam oder so? I don't know. Open 10. Wir bleiben drin. Oh, wichtig, wieder eine Kiste. Ja, Nico braucht kein Schwein. Galaxy Slayer Zed, Legendary Skin Chart, sieht cool aus. Ich habe ich überhaupt schon Zed-Skin gezogen vorhin? I don't know. Bewitching Nico, auch nice. Kibblehead Klett. Ja, ich glaube, ich finde da Count Kledula besser, den ich habe. Auch cool. Warden Kragas, okay. Bewitching Elise, habe ich noch keine Elise-Skin, glaube ich. Oder gezogen vorhin, I don't know. Ruined Ward, kacke. Empyrean Ward, kacke. Wobei, der sieht. Na, wobei, vielleicht nehme ich den sogar. Und dann wieder der Key. Orange Essenzen. Ja. No, hell no. Oh, hell no. So, die nächste. Wieder eine Kiste. Ich bin's einfach. Schon wieder Nico Champion Chart. Will ich nicht. Rumble. Habe ich auch schon gezogen. Riot Kale. Der passe ich. Luna Empress Lux, hab leider Elementalist. Ist halt einfach besser objektiv. Spirit Blossom Teemo! Nein, ich wollte mir den von den Mythic Essenzen holen. Ja, okay. Passt. Brauche ich mir den auch nicht mehr holen. Dann kann ich die Kacke anspannen. I don't know. Coffee Cutis Vladimir, habe ich glaube ich noch keinen Skin. Toxic Dr. Mundo vorhin schon gezogen. Infernal Cannon, okay. Nice, nice. Keinen Skin hatten wir noch nicht. Taric Lumen Shield, okay. Pajama Guardian Ward. Nein. Hexe Key, wichtig. Orange Essenzen und Mythic Essenzen. Nice, nice, nice. Die nächsten 10. Also das Einzige, was ich mir eigentlich erhofft habe aus dem Pack Opening, ist noch ein Aurelion Skin. Aber dass ich den bekomme, wird immer unwahrscheinlicher. I don't know. Wieder eine Kiste. Ey, wir haben echt Glück. 3 Hextech Chests. Wait, ich habe es gar nicht gelesen. Das waren 3. Kindred, Renata, Astronaut Fizz. Oh, endlich mal ein neuer Fizz Skin. Ich bin von diesem Cottontail Fizz oder so, habe ich langsam die Schnauze voll. Astronaut Fizz sieht cool aus. Den habe ich. Das war der erste Skin, den ich je bekommen habe, glaube ich. Oder einer der ersten Skins. Der Alpha vom Blitz. Let's go! Weil ich sag's eben noch. Eben habe ich's noch gesagt. Storm Dragon Aurelion. Oh Gott, bless. Das Einzige, was ich wollte. Das Einzige, was ich wollte. Und jetzt habe ich ihn bekommen. Also irgendeinen Skin von Aurelion. Oh mein Gott, das macht mich wirklich glücklich gerade. Special Forces Gameplay kann gerne weg. Was auch immer das hier sein soll. 3 Hextech-Keys, weil ich auch eben 3 Kisten gezogen habe. Orange Essenzen. Aha. Nee. Okay. Also das Letzte, was ich mir jetzt noch wünschen würde. Was ist das für eine Quali? Bilgewater Crest. Das Letzte, was ich mir jetzt noch wünschen würde, ist tatsächlich der Okay-Emote von Ramos. Das ist das Einzige, was ich mir noch wünsche. Godfist Lee Sin, der nächste Legendary Lee Sin Skin im Pack Opening. Northern Front Swain, ah. Wriggle Ward, ah. Orange Essenzen, okay, soll mir recht sein. So, die letzten 19 Kisten, insofern ich keine mehr ziehe. Und wir haben nochmal 2 Hextech Chests gezogen, es geht weiter. Rengar ist mir egal, Jace, weg damit. Blood Moon Aatrox, sau nice, den werde ich auf jeden Fall mir holen. Project Mordekaiser. Oh mein Gott, das ist der Brazil-Morde. Der dritte Morde-Skin. Einfach Brazil-Morde. I guess. Glaube ich. Der rote, oder? Saugeil, saugeil. Obsidian Dragon Z sieht auch mega nice aus. Ionia Master Yi. Kann man machen. Immortal Journey Sona. Okay. Ace of Spades Ezreal. Aha. Warford. Nah. Nah. 2 Hexe-Keys und die Essenzen.
Gut, dann wieder die zwei Kisten. Gehen wir rein. Noch ein Aurelion-Skin! Aber ich glaube, oh, ich weiß nicht. Ich glaube, der Storm Dragon ist schon cooler, oder? I don't know. Ich hole mir einfach beide. Ich werde mir einfach beide holen. Ich meine, ich habe jetzt genug Skins und genug Orange Essenzen, also. Oh, scheiße. Kommen wir zu den letzten 9 Kisten. Und ich habe einfach noch 200 Mythical Essenzen. Ich weiß nicht, ob ich da mir irgendwie andere Skins davon holen werde oder. I don't know. Wir öffnen die letzten 9 Kisten. Oder sind es die letzten 9? Es sind die letzten 9 Kisten. Orn, Rakan. Komm, noch irgendein Banger muss hier drin sein. Hainu und Varus. Ist okay. Bewitching Nidalee. Ah. Soon Chaos Orianna. Order of the Banana Soraka. Was zur Hölle? Special. Okay, denn schon wieder. The Master Wise Ward. Orange Essenzen. I will destroy you. Das war's. Und jetzt guckt euch mal die Aftermath hier an. Einfach alle leuchten hier einfach. Alle leuchten hier. Teilweise einfach 6. 12 Sorakas. Guckt euch das mal an. Und die kosten alle nur 90, Digga. Da bin ich ewig am Disenchanten, wenn ich die disenchante. Dann die 9 Skins. Holy shit. Guckt euch das an. Es sieht so gut aus. Es ist so am Leuchten. Zweimal den Black Frost Alistair. Zweimal Diana Skin. Habe ich noch irgendeinen doppelt? Zweimal den Piltover Blitzcrank. Zweimal Yuumi, zweimal Gangplank und sehr viele Legendary Skins. Zweimal Toxic Mundo und zweimal Karma. Und jetzt die Eternals noch. Oh, ey, das sind sogar die Eternals 2. Ein paar Ward Skins noch. Icons. Das ist ja richtig scheiße. Was will man mehr? Der Rest interessiert mich nicht so ganz. Ich weiß nicht, ob ich mir Skinshots holen werde. Ich glaube eher nicht. Ich glaube, da kann ich mir lieber, falls noch was anderes Cooles hier reinkommt, holen. I don't know. Falls euch das Video auf jeden Fall gefallen hat und ihr sowas nochmal in einem Jahr sehen wollt, dann schreibt auch gerne in die Kommentare. Vielleicht mache ich das nochmal. Ich muss jetzt also lange warten. Ich hatte wirklich, der Loot war voll. Die Jungs, die mit mir zocken, wissen, ne, wie schön ich das hier vor mir hergeschoben hat und fanden das immer richtig toll natürlich, dass ich hier alles liegen hatte. Mit, was weiß ich, 70 Schlüssel oder wie viel jetzt an Kisten geöffnet haben. Keine Ahnung. Tja, was soll ich sagen? Wir sehen uns beim nächsten Video, nächsten Samstag. I don't know, was da kommen wird. Keine Ahnung. Ja. Ciao, ciao. Aber Benne, du musst aber im Video nicht wieder wie jedes Mal. Jo, heute haben wir Kisten geöffnet in League of Legends. Ich war so im Video. Ich sag einfach, hey Leute, heute öffnen wir ein Jahr lang League of Legends Loot. Macht doch gerne die 200 Abos voll, denn die habe ich fast. Das ist genau so. Das ist nicht so geil. Wenn ihr dasselbe nochmal in einem Jahr sehen wollt, dann lasst doch gerne ein Like da.